Sonntagabend im Zentrum die Live-Diskussion. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Was waren das für bewegte innenpolitische Wochen? Man könnte auch sagen, alles neu macht der Mai. Eine Bundespräsidentenwahl, ein Kanzlerrücktritt, ein neuer Bundeskanzler samt rund erneuerter Regierungsmannschaft. Und jetzt? Jetzt sollte es eigentlich wieder ans Arbeiten gehen. Die Probleme, die kennen wir alle. Lösungsmodelle gibt es jede Menge. Und die Regierung hat schon mal vorgelegt, was ihre ersten Anliegen so sind. Zwei Wochen im Mai und alles ist neu in der österreichischen Innenpolitik. Der neue Bundeskanzler Christian Kern stellt bei seiner Antrittsrede eine Politik der Inhalte in Aussicht. Denn eines habe ich auch verstanden. Menschen brennen nicht für Kompromisse, sie brennen für Grundsätze und Haltungen. Bildung, Integration, Abbau von Bürokratie nennt er etwa als Schwerpunkte. In der Wirtschaft wünscht Kern sich einen New Deal. Den Koalitionspartner fordert er zur Zusammenarbeit auf. Diese nimmt den Antrag an. Ich glaube, unsere Seite will auch. Und wenn wir gemeinsam die Probleme angehen. Auch drei neue Minister und eine Staatssekretärin sollen frischen Wind in die Regierung bringen. Der weht auch bald in der Hofburg. Hier wird Alexander Van der Bellen am 8. Juli sein Amt als neues Staatsoberhaupt antreten. Werden sich bis dahin die ersten Reformen der Regierung schon abzeichnen? Mal sehen. Heute im Kurier legt jedenfalls Vizekanzler Mitterlehner nach und sagt etwa, wir wollen bei bestimmten Themen auch die Oppositionsparteien einladen, ihre Lösungsvorschläge zu präsentieren. Da waren wir von im Zentrum diesmal schneller und haben erstmals und ausnahmsweise nur die Chefs aller vier Oppositionsparteien in die Sendung eingeladen und fragen nach, wie konstruktiv kann und darf man denn sein als Oppositionspartei und wie sehen eigentlich ihre Zukunftskonzepte aus? Ich begrüße Eva Klawischnik, die Bundessprecherin der Grünen. Sie sagt, das ist die letzte Chance für diese schwarz-rote Koalition. Kanzler Kern und sein Regierungsteam müssen nun dringend die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die überfällige Bildungsreform und die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens angehen. Heinz-Christian Strache, für den Parteiobmann der FPÖ ändern sich zwar die Köpfe, aber die Politik bleibt gleich und die Strukturen sind verkrustet. Für die Neos verlangt Parteichef Matthias Strolz rasch konkrete Leuchtturmprojekte. Der hellste muss der Leuchtturm einer mutigen Bildungsreform sein, sagt er. Und von Team Stronach verlangt der geschäftsführende Parteiobmann Robert Luger vor allem im Bereich Integration ein tragfähiges Konzept. An Sie alle ein herzliches Willkommen. Danke fürs Kommen heute Abend. Und wir widmen uns in dieser Sendung in Kürze einigen inhaltlichen Schwerpunkten dessen, was die Regierung vorhat. Aber vielleicht zu Beginn die allgemeine Einschätzung, Herr Strache, das, was wir jetzt von der Regierung hören, das ist schon ein bisschen sehr deutlich ausgestreckte Hand auch an die Opposition. Werden Sie auch sagen, so wie Reinhold Mitterlehner, ja, ich will? Ich höre das ja zum gefühlten 100. Mal. Ich erlebe das ja in der Situation der letzten Jahre. Seit dem Jahr 2013 haben wir unzählige Veränderungen auch in dieser Regierung erlebt. Immer wieder ein Neustart, immer wieder das Gelübde, zusammenarbeiten zu wollen, den Stillstand durchbrechen zu wollen. 16 Minister und Regierungsmitglieder, die ausgetauscht worden sind in dieser Zeit. Und wieder neue Gesichter, die versprechen, jetzt alles anders zu machen. Aber in Wahrheit haben wir es mit einem Strukturproblem zu tun und mit einem Proporzsystem zu tun, wo die alten Inhalte ja bleiben. Und das wird man nicht mit neuen Gesichtern, nehme ich an, leider Gottes, verändern. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlicherseits zuletzt. Und natürlich, die Hoffnung gibt man nicht auf und hofft, dass dann die über 1000 Anträge der Opposition, die jetzt in den Ausschüssen liegen, ja, nicht bearbeitet werden, nicht ins Parlament kommen, endlich dann auch im Parlament Behandlung finden. Möglicherweise werden wir von dem einen oder anderen Antrag erfahren, was da drinnen steht zu den einzelnen Themen. Wir kommen gleich dazu. Aber Frau Klawischnik, auch Ihre erste Einschätzung. Normalerweise bekommt ja jedes neue Team, ein neuer Kanzler, ein neuer Minister, eine neue Regierung mal so eine Probephase, einen Vorschuss an Vertrauen. Bekommt er den von Ihnen auch? Ja. Ich sehe das ganz anders. Ich denke, Politik und das Miteinander gestaltet sich ja in stärkster Form über die Persönlichkeiten, über die Menschen. Und wenn da Menschen jetzt hier antreten, die sagen, sie wollen auch wirklich was gemeinsam machen und sie wollen auch wirklich eine Hand ausstrecken und sie wollen auch konstruktiv auch auf die Opposition zugehen, dann nehme ich das in erster Linie mal als Angebot auch wahr. Und es liegt mir vollkommen fern, also hier gleich zu urteilen und zu sagen, die können das nicht und das wird gleich sein wie vorher, sondern ich möchte gern ihnen auch die Chance geben, sie verdienen diese Chance und ich würde auch gern an diesen neuen Möglichkeiten auch mitarbeiten, also das ist überhaupt keine Frage.
Frage, dass wir uns auch beteiligen möchten, konstruktiv an Lösungen. Weil ich denke, dass für die österreichische Bevölkerung weiteres Verschleppen, weiterer Stillstand, weiteres Streiten einfach nicht mehr zumutbar ist. Und deswegen verdient diese neue Regierung und dieser neue Kanzler auch eine Chance. Und von mir kriegt er sie jedenfalls. Dass es die letzte ist, haben Sie aber auch gleich dazu das gesagt. Stimmt. Viel Zeit ist nicht. Das ist klar. Also es muss, glaube ich, relativ schnell gehen, dass auch etwas spürbar ist. Also dass bei den Menschen was ankommt, dass sich was zum Positiven verändert. Menschen, die in Sorge sind um ihren Arbeitsplatz, um ihre Kinder, in der Schule, am Kindergartenplatz, dass auch wirklich was spürbar sich ändert. Und das muss relativ schnell gehen. Also das kann jetzt nicht mit Arbeitsgruppen, die über Monate tagen, sondern hier muss jetzt wirklich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Ja. Herr Strolz, Sie sind noch nicht so lange wie Herr Strache im Nationalrat und haben vielleicht noch nicht gefühlte tausendmal, aber vielleicht auch schon etliche Male das Gelöbnis eines neuen Stils vernommen. Wie sehr nehmen Sie das der neuen Regierungsmannschaft ab? Ja, natürlich habe ich es oft gehört. Also ich bin ja auch Wähler und Bürger des Landes. Seit 2008 hören wir das. Genug gestritten, hat damals Faymann plakatiert und dazwischen gab es sicherlich 20 Anläufe. Jetzt machen wir es ganz anders. Das heißt, man darf skeptisch sein. Ich glaube, das ist nur realistisch, hier eine gewisse Skepsis auch zu haben. Gleichermaßen natürlich, ich meine, der Herr Kern hat hier sehr viel Vernünftiges gesagt jetzt in seinen ersten Auftritten. Er hat sehr viel über das Wie gesprochen. Er hat noch nicht gesagt, was er macht. Also das Einzige, was er bisher eingesagt hat, war ein neues Büro für den alten Kanzler Faymann, dem sie quasi über seine Pension hinaus ein Büro eingerichtet haben. Das ist ein bisschen das falsche Signal, aber die Hand ist natürlich ausgestreckt. Wir wollen konstruktiv zusammenarbeiten und ich sage, gerade im Bildungsbereich können Sie sehr schnell beweisen. Am 7. Juni haben wir Unterrichtsausschuss. Wir NEOS haben 8 Anträge hier auf die Tagesordnung reklamiert und wir können in einem Bereich sehr schnell zu Ergebnissen kommen. Wir werden also sehen, ob Sie das ernst meinen oder ob das irgendwo Oberflächen Politur ist. Und das wäre natürlich zu wenig. Bildung wird gleich eines unserer Themen sein, aber zunächst noch auch zu Ihnen. Herr Luca, wir haben gehört, 5 Bereiche hat sich die Regierung vorgenommen, die sie besonders als dringlich einschätzt. Hat sie Ihrer Meinung nach die richtigen Themen gewählt mit, wir kennen sie alle, Integration, Arbeitsmarkt, Jobs, Schule, Bildung und so weiter? Oder fehlt Ihnen was Entscheidendes? Also die Bereiche sind sicher die richtigen, da die Bereiche ja schon seit Jahrzehnten auf Lösungen warten. Also das ist ja keine Überraschung, dass in all den genannten Bereichen Probleme da sind. Die Frage wird nur sein, ob das Austauschen jetzt das bringt, was wir wollen. Nämlich man muss sich das anschauen, der Herr Faymann war ein Schwimmer, der gefesselt war. Jetzt haben wir einen besseren Schwimmer, nämlich den Herrn Kern, aber er ist auch gefesselt. Er ist gefesselt von der Gewerkschaft, er ist gefesselt auch ein bisschen vom Koalitionspartner, von den Ländern. Und die Frage wird sein, ob er diese Fesseln wird lösen können. Und davon wird es abhängen. Ich als Staatsbürger wünsche mir natürlich, dass er erfolgreich ist, keine Frage. Denn wir haben riesige Probleme und die gehören jetzt endlich gelöst. Nur ob es gelingt, wie gesagt, mit diesen Fesseln ist fraglich. Ich werde auf jeden Fall meinen Beitrag leisten. Ich glaube, wir alle werden unseren Beitrag leisten. Und wenn es nicht geht, dann gibt es immer noch die Möglichkeiten für Neuwahlen. Und dann kann man ja die Karten neu mischen. Und möglicherweise gibt es dann eine Regierung, die die Probleme dann tatsächlich angeht. Denn gerade Pensionen oder Bildung wartet ja seit Jahrzehnten auf Lösungen. Ich glaube, da müssen wir endlich in die Gänge kommen. Und als Staatsbürger wünsche ich mir das. Also im Moment hört sich das mal alles sehr konstruktiv an. Normalerweise wird die Opposition ja in der Öffentlichkeit hauptsächlich mit ihrer Kritik an der Regierung wahrgenommen. Heute sollen Sie alle vor allem mit Ihren konstruktiven Beiträgen hier zu Wort kommen. Wir schauen uns jetzt einige Vorhaben der Regierung näher an, um dann mit Ihnen zu besprechen, wie Sie das sehen und reden dann gleich auch über Ihre Vorschläge zum Thema Wirtschaft und über den Arbeitsmarkt, über Asyl und Integration. Aber ich möchte mit dem Thema beginnen, von dem sich ja alle einig sind, dass es das Allerwichtigste sei, nämlich das Thema Bildung. Eine echte Nagelprobe für jede Regierung der letzten Jahrzehnte, auch für die neue. In einem sind sich Politik, Wirtschaft und Experten einig. Ohne Bildung keine Chancen. Und auch für den neuen Bundeskanzler ist eines völlig klar. Ich will in einer Gesellschaft leben, in der alle Kinder faire und möglichst gleiche Chancen haben. Soweit so gut. Tatsächlich widmet sich eine Regierung nach der anderen der Dauerbaustelle Bildung. Die Ergebnisse verdienen wohl eher die Bezeichnung Reförmchen statt Reform. Oft geht es mehr um organisatorische Fragen, denn um Inhalte. Vor ihrem Abgang präsentiert die zuständige Ministerin Heine Schossek ein weiteres Paket im Ministerrat. Unter anderem soll mehr Geld für Sprachförderung zur Verfügung stehen.
Aber wo bleibt sie eigentlich, die lang versprochene ganz große Bildungsreform? Herr Strolz, da fange ich jetzt mal mit Ihnen an. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben mehrere Anträge dort liegen. Aber haben Sie das Gefühl, dass, wenn wir ständig hören, es geht um Zuständigkeiten und um Schulorganisationsfragen und solche Sachen, wird da überhaupt über die richtigen Fragen diskutiert und politisch gestritten? Oder warum redet niemand darüber, was Kinder in der Schule eigentlich lernen sollen? Das ist die zentrale Frage. Nein, es wurde tatsächlich nicht über das Richtige gesprochen und verhandelt. Ich glaube, wir alle waren ein Stück weit vor den Kopf gestoßen, als im letzten Herbst oder Sommer zwei Landeshauptleute, nämlich Landeshauptmann Bröll und Landeshauptmann Nissel, damals die Bildungsreformgruppe verlassen haben. Warum haben sie verlassen? Diese Gruppe verlassen, weil ihnen klar wurde, wir bekommen nicht den vollen Zugriff auf die Bundeslehrer. Das heißt, wir haben zum Beispiel Landesfürsten, deren einziges Ziel es war, ihre Machtpolitik auszubauen. Und als sie erkennen mussten, ich werde nicht noch mehr Macht bekommen im Schulsystem, nicht noch mehr Parteipolitik, haben sie gesagt, dann interessiert mich das nicht. Sie würden sich jetzt gegen eine solche Darstellung natürlich heftig wehren. Ja, aber das ist ja amtlich. Ne? Also, das ist unerhört. Bildungspolitik ist in Österreich allzu oft Machtpolitik. Also es geht um die Kontrolle der Schuldirektoren, der Lehrerbestellungen, der Infrastrukturentscheidungen. Und das Parteibuch ist das wichtigste Buch der österreichischen Schule. Und das möchte ich ändern. Bringen wir die Parteibücher raus aus den Schulen. Direktorenbestellungen sollen entlang von Qualifikationen stattfinden. In manchen Bundesländern ist das schon in die Richtung unterwegs, noch nicht in allen. Und natürlich müssen wir die Schulen in eine Autonomie bringen auch. Und da machen wir einen ganz konkreten Vorschlag. Nämlich, wir haben riesige Probleme bei Brennpunktschulen. Das sind die Schulen, wo wir sehr viele jugendliche Kinder auch mit Migrationshintergrund haben. Wir haben dort die Herausforderung, dass ein Drittel der Jugendlichen, so sagen es uns Direktorinnen, direkt aus der Schule zum Arbeitsmarktservice gehen. Das heißt, die haben weniger Aussicht auf ein gelingendes Leben, weil sie einfach nicht auf eigenen Beinen stehen können werden. Und hier sagen wir haben 175 Millionen Euro investiert für Teamteaching in neuen Mittelschulen. Und wir wollen diese 175 Millionen Euro freigeben. Teamteaching kann sinnvoll sein, aber es kann an manchen Standorten sinnvoller sein, dass wir sagen, investieren wir es in Sprachförderung. An anderen Standorten, wo wir hohe Aggressionslevels haben von Schülerinnen und Schülern, investieren wir es in Bewegungsprogramme. In anderen kann es sinnvoll sein, dass wir sagen, investieren wir es in sprachliche Frühförderung. Die Schulen vor Ort wissen am besten, wohin wir es investieren. Das war mit der letzten Bildungsministerin nicht möglich. Ich hoffe, es ist möglich. Der Antrag dazu wird am 7. Juni von uns bereits im Unterrichtsausschuss sein. Und das ist, wenn man so will, auch der erste Elchtest für den Herrn Kern. Werden Sie diesen Antrag, so wie bisher, in üblicher Manier verlochen, also einfach vom Tisch wischen, wie das meiste, das von uns auf den Tisch kommt, nämlich 50% der Ideen im Parlament werden gekübelt? Oder sagen Sie, aha, gute Idee, schauen wir uns das genauer an. Der Antrag will das nur genauer anschauen und dann in Umsetzung bringen. Es ist noch nicht die Umsetzung per se. Es ist der Auftrag, nehmen wir das in Augenschein und detaillieren wir es. Okay, wenn Sie von der Regierung erwarten, dass sie sagt, gute Idee, wäre es vielleicht mal ein erster Schritt ganz gut, wenn Sie auch innerhalb der Reihen der Oppositionsparteien Unterstützer hätten. Ja. Frau Glawischnik, hat der Herr Strolz Ihre Unterstützung bei einem solchen Vorhaben? Also was die Richtung betrifft, jedenfalls. Über die genauen Details müssen wir noch sicher diskutieren. Was mich berührt hat, ist also schon der Satz, den Christian Kern gesagt hat, er möchte, dass jedes Kind gleiche und möglichst faire Chancen hat in Österreich. Und das drückt schon was aus, ich meine, dass wir wirklich auch die Kinder in den Mittelpunkt stellen. Und Kinder sind so unterschiedlich. In der Volksschule sind bei Kindern oft bis zu 2 Jahre ein Leistungsunterschied. Ja? Also, und auf das näher einzugehen, das heißt die individuelle Förderung pro Kind auch wirklich sehr viel intensiver zu überlegen. Ich möchte auch eines noch vorausschicken, es wird im Bildungssystem schon noch viel geleistet von vielen Lehrerinnen und Lehrern, von den Eltern, natürlich auch von den Kindern. Ja. Aber es ist im Moment so, dass wahnsinnig viel Druck im System ist. Also gerade diese Schnittstelle zwischen der 4. Volksschule und ist man jetzt ein Gymnasiumskind oder nicht, also macht einen wahnsinnigen Druck. Also dieses Zeugnis, dieses Halbjahreszeugnis, bist du jetzt ein Gymnasiumskind oder nicht? Also diese Auswahl ist ein Problem. Also deswegen bin ich nach wie vor für ein System, wo Kinder auch tatsächlich eine Chance haben, von 6 bis 14 oder bis 15 ein gemeinsames Schulsystem zu besuchen und individuell auch möglichst intensivst gefördert werden. Sei es im Teamteaching, bin ich ganz bei Ihnen, auch wirklich hier gemeinsam zu schauen, wo sind die Stärken. Und ein zweites Prinzip, das mir sehr wichtig wäre, ist, schauen wir weniger auf die Defizite.
schauen wir nicht drauf auf das Heft und da sind jetzt 7 Fehler drin und die sind rot angestrichen, sondern schauen wir wirklich auf die Stärken. Und das ist jetzt eher auch ein bisschen als Bild gemeint. Ja, schauen wir auf die Stärken der Kinder und fördern wir sie da. Das zieht sich dann bis in die AHS. Die können sich dann vielleicht mit 15, 16 schon ihre Schwerpunkte sehr viel stärker aussuchen, sich schon noch besser vorbereiten auf eine universitäre Ausbildung. Dadurch, dass sie wirklich schon, das kann ich gut, das will ich, da habe ich eine Passion, da habe ich eine wirkliche Leidenschaft, da will ich mich weiterentwickeln, anstatt sie wirklich zu quälen mit ihren Defiziten. Und das ist, glaube ich, der Schalthebel, den wir umschalten müssen im Bildungssystem. Ja. Herr Strache, wenn man sich das anhört ein bisschen, dann hat man schon den Eindruck, der Schwerpunkt, der Fokus bei der Bildungsreform liegt auf der gemeinsamen Schule der 6- bis 14-Jährigen. Das ist jetzt nicht gerade Ihr Lieblingsprojekt. Wofür würden Sie brennen bei der Bildungsreform? Ich glaube, das ist auch falsch und wäre sozusagen reduziert. Wir haben gerade im Bildungsbereich an so vielen unterschiedlichen Ecken und Enden Probleme, die wir angehen müssen. Das beginnt schon bei den Kindern im Kindergarten, wo wir seit Jahren sagen, wir müssen auch rechtzeitig bei jenen mit Migrationshintergrund schauen, dass da eine Deutschvorschule gesichert wird, damit man dann dem Unterricht folgen kann und damit es eben nicht dann zu den Entwicklungen kommt, die wir heute statistisch kennen, nämlich dass ein sehr hoher Prozentsatz mit fast 30% dann nach der Pflichtschule eigentlich bei den Grundkenntnissen in Mathematik und auch Deutsch schlecht dastehen und keine Berufschance haben. Katastrophal. Das heißt, wir müssen hier gegensteuern. Wir müssen auch, vollkommen richtig, Begabungen fördern, Stärken erkennen, bei den Stärken ansetzen, aber schon auch zur Kenntnis nehmen, dass es ein differenziertes Schulsystem braucht. Menschen sind zum Glück unterschiedlich. Jeder soll die gleichen Chancen haben. Aber wir alle müssen doch begreifen, dass bei jeder Förderung auch irgendwann einmal ein Unterschied da ist und nicht jeder, der das gleiche Buch liest, am Ende das gleiche Wissen daraus mitnimmt. Das heißt, diese Differenzierung ist wichtig und man soll nicht ganz vergessen, dass wir auch Facharbeiter brauchen. Da fehlen uns heute an allen Ecken und Enden letztlich auch die Personen dafür mit der entsprechenden Ausbildung. Und man soll daher auch Berufsausbildung nicht wegwischen und als eine nicht oder eine gering geschätzte Ausbildung bewerten. Es macht keinen Sinn, 100% der jungen Menschen durch eine Matura zu hetzen, indem man das Niveau senkt, sondern es braucht auch ein Ausleseverfahren, wo man dann sagt, du, es wäre gescheit für dich, du suchst dir einen Beruf und du machst eine Ausbildung, da wirst du in deinem Leben glücklicher und wirst auch eine Karriere machen können. Und das war früher mit Karriere, mit Lehre zu machen, durchaus was Positives. Heute hat man fast den Eindruck, wenn du nicht Matura hast, und damit hast du noch nichts heute, keine Berufszukunftsperspektive, dann musst du studieren und wenn du die falschen Studienrichtungen nimmst, dann bist du am Ende arbeitsloser Akademiker. Das heißt, am Ende fehlt es uns dann wiederum bei der Produktivität. Und wir müssen hier einfach das gesamtheitlich andenken und auch wirklich kritisch hinterfragen. Da kann man viel aber von Vorarlberg lernen, bei der Lehre. Aber glauben Sie wirklich, dass man im Alter von 8 bis 9 Jahren bei den Kindern wirklich schon eine Auslese machen sollte oder machen müsste? Sie haben selber Kinder, Sie wissen, wie unterschiedlich Kinder sind. Ist jemand im Juli geboren, ist jemand im Jänner geboren? Ist einfach in manchen, also gerade Burschen und Mädchen sind ganz unterschiedlich weit. Die einen können besser lesen, andere sind besser in Mathematik. Also die alle über einen Kamm zu scheren und dann zu sagen, jetzt mit 10 ist wirklich der eine, kann dann wirklich die bessere Schule besuchen und der andere nicht. Soll ja nicht der Fall sein. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Naja, der Wischnick ist ja heute schon nicht der Fall. Heute gibt es die neue Mittelschule als Zwischenzweig. Es gibt die Möglichkeit, in diesen Zweigen dann 4 Jahre weiterzumachen und dann noch immer den Weg ins Realgymnasium zu gehen. Diese Möglichkeiten gibt es ja. Die sind ja nicht verbaut. Mhm. Herr Luca, der Verdacht, müsste ich fast sagen, hat sich bestätigt. Vieles in der Bildungsreformdebatte fokussiert sich auf die Frage dieser gemeinsamen Schule. Wenn Sie sich jetzt mal eine Sekunde lang überlegen, ob in egal welcher Schule jetzt heutzutage eigentlich die richtigen Dinge gelehrt werden, fällt Ihnen dazu was ein? Ja, also ganz sicherlich nicht. Also wir haben ja eine Situation und ich sehe es ja selbst bei meinen Kindern, ich habe 2 schulpflichtige Kinder mit 9 und 11 und die werden mit so viel Wissen zugepflastert und das ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß in Zeiten, wo man alles relativ schnell auch googeln kann und sich Informationen beschaffen kann. Also hier werden andere Fähigkeiten sicher gefordert sein. Aber vielleicht noch ein Punkt zu dem Gesagten. Ja, wir wollen auch Autonomie, ja, wir wollen Veränderung. Aber ich glaube, dass das System nicht mehr zu retten ist. Das heißt, unser Bildungssystem, so wie es im Moment ist, ist nicht zu retten, denn wir versuchen ja seit Jahrzehnten Reformen auf den Weg zu bringen und es gelingt nicht, weil die Politik hier ihre Einflussbereiche hat und die einfach nicht aufgeben will. Das heißt, unser Ansatz wäre ganz einfach, so wie in der Wirtschaft, man macht zu einer Struktur, zu einem Unternehmen, das nicht funktioniert, ein paralleles Unternehmen, das funktioniert. Und zwar, wir haben solche Strukturen, nämlich die Privatschulen. Nur die werden in Österreich leider nicht gefördert. Das heißt, die öffentliche Schule bekommt Geld, die Privatschulen
Schule muss man sich selbst bezahlen. Wir wollen ein System, wo man sich aussuchen kann, gebe ich mein Kind in eine öffentliche Schule oder in eine Privatschule. Und dann hat jeder die Wahlmöglichkeit und dann sind wir bei dem Modell, so wie es in Holland war. Wir haben uns das gemeinsam angeschaut. Und dort haben wir im Moment 70% Privatschulen, 30% öffentlichen Schulen und es funktioniert. Und das will ich auch für Österreich und ich glaube, dass es so nicht reformierbar ist, von innen heraus. Man müsste es von außen aufbrechen und ich freue mich schon auf die neue Bildungsministerin. Und ich bin überzeugt, dass sie möglicherweise in diese Richtung gemeinsam gehen will. Wir werden sehen. Aber sein Kern der Entpolitisierung war der entscheidende. Ja, das genau. ist das Hauptproblem. Und wo ich dem raus. Kollegen Strache schon recht gebe, wir müssen natürlich in die Elementarpädagogik investieren. Kindergarten ist ganz zentral, weil eines ist auch gewiss. Jene 20%, die mit 15 nicht lesen können, die konnten es mit 10 auch nicht. Und ich behaupte, wir könnten zu 90%iger Sicherheit sagen, schon mit 6, wer in einer Klasse es sein wird, der dann mit 15 nicht lesen kann. Das heißt, wir müssen danach trachten, dass wir möglichst früh fördern. Wir müssen auch danach trachten, dass möglichst alle Deutsch können, wenn sie in die Schule kommen. Und hier ist mir besonders wichtig, und dafür hätte ich Unterstützung auch im Parlament, dass wir auch die Muttersprache fördern. Weil natürlich, wenn Deutsch nicht meine Muttersprache ist, dann muss ich zuerst die Muttersprache auch beherrschen, weil sie ist die Absprungbasis für gelingendes Deutsch. Und deswegen müssen wir hier auch in muttersprachliche Förderung investieren. Also das sind ganz wichtige Punkte und natürlich auch die Lehre nicht zu vergessen. 40% gehen in die Lehre und hier noch der Vermerk, wir haben hier ein West-Ost-Gefälle. Das heißt, die Lehre in Vorarlberg zum Beispiel funktioniert exzellent. Das ist auch ein Adelsschlag, ein Ritterschlag, wenn du eine Lehre machst und einen Lehrplatz bekommst bei sehr renommierten Lehrbetrieben. Und ich merke, je weiter du nach Osten kommst, umso geringer ist die Wertschätzung gesellschaftlich. Und das ist falsch. Auch das müssen wir ändern und schauen, was machen die Vorarlberger besonders gut. Die haben Qualitätsverbünde, Elektrometalle etc. Sie sind Vorarlbergerinnen, sie muss ich nicht sie überzeugen. Ja. Ich aber auch. Ja. Aber ich glaube, wir müssen einfach schauen, wie funktioniert. Eines muss man nur dazu sagen, wenn wir alle jetzt von der Frühkindpädagogik, vom Kindergarten reden, dann müssen wir auch über die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen reden. Und das ist wirklich schon ein Thema. Ich meine, wenn man sich die Bezahlung anschaut, wenn man sich die Ausbildung anschaut, wenn man sich die Chancen anschaut, wenn man anschaut, wie viele davon auch wieder aussteigen, weil es extrem belastend ist. Wenn man sich anschaut, auf welchen kleinen Sesseln die irgendwie ihre Gespräche mit den Eltern machen müssen. Also das ist, wenn man sagt, das ist das Allerwichtigste und da wird der Rucksack fürs Leben gepackt, dann schauen wir uns wirklich die Arbeitssituation von diesen, vor allem Frauen, an und machen diese Arbeitssituation besser, bezahlen wir sie besser, geben wir ihnen eine bessere Ausbildung und schauen, dass sie nicht dann mit 40 einfach nicht mehr können. Das ist, glaube ich, ganz ein relevanter Punkt, wenn man sagt, man möchte wirklich das System von unten auf ein bisschen verbessern. Da muss man schon auch für die Lehrer mal eine Lanze brechen. Die werden ja oft auch im Stich gelassen bei einem Versagen, das teilweise in den Familien oft zu Hause schon stattfindet. Und die sollen das dann kompensieren. Ne? Das ist auch eine Problematik. Ja, nur was ich bei Ihnen nur nicht ganz verstehe, Sie sagen, Sprachentwicklung ist ganz wichtig. Mhm. Unser Ansatz war immer, dass man zumindest ein zweites Kindergartenjahr, also nicht nur 5 bis 6, sondern 4 bis 5, zumindest 20 Stunden in der Woche verpflichtend macht. Und das wird genau für diese Gruppe relevant sein, die eben die deutsche Sprache nicht beherrschen. Sie sind da immer dagegen gewesen und mich hat echt interessiert eigentlich, warum? Weil das ist genau für die Gruppe gedacht, die genau dieses Defizit eigentlich hat. Und die hätten wir mit diesem zweiten verpflichteten Kindergarten, ja, und das ist gar den Eltern, die Kinder aus den Armen reißen, sondern da geht es nur um 20 Stunden in der Woche, einfach um eine Förderung des Kindes. Darf ich Ihnen beantworten? Ja. Und warum Sie dort dagegen sind, weiß ich nicht, weil es einfach ganz klar ist. Darf ich Ihnen beantworten? Es wirkt, ja. Darf ich es nicht beantworten? Doch, bitte. Okay, gut. Überzeugen Sie mich, aber wir haben wenig Chance. Sie zu überzeugen, das wird sehr schwer. Das wird sehr schwer. Also das versuchen wir gar nicht mehr, wirklich. Ja. Wir haben das ja in Wien immer wieder erlebt. Ich weiß nicht, seit 15 Jahren haben wir den Antrag gestellt, nicht Kindergärten verpflichtend zu machen, sondern die Freiwahlmöglichkeit, die Eltern entscheiden zu lassen. Und dort, wo es die konkreten Defizite gibt, weil genau darum geht es ja, dort, wo es die Sprachdefizite gibt, die verpflichtende Deutschvorschule nach dem Beispiel Finnlands, wo wir auch in der PISA-Studie die positiven Ergebnisse im Vergleich zu Österreich haben. Und da haben Sie immer gesagt, nein, kommt nicht in Frage, Sie wollen den verpflichtenden Kindergarten für alle. Das ist ein Modell, das wir ablehnen. Wir sagen, das soll die Wahlfreiheit sein der Familien. Die sollen entscheiden, will ich, dass mein Kind in den Kindergarten geht oder habe ich selbst die Zeit, mich um mein Kind zu kümmern. Das soll man nicht verpflichten. Dort, wo es Defizite gibt, vor Schuleintritt, da soll es verpflichtend sein, aber nicht als Betreuung im Kindergarten, sondern um das sprachliche Defizit auch mit dieser Deutschvorschule gezielt auch entsprechend in Angriff zu nehmen, damit dann die Kinder dem Unterricht folgen können und eine Chance haben. Heute haben sie keine Chance, sie werden betreut im Kindergarten und wir haben die Probleme, die Sie
bereinigen wollten durch die Betreuung nach wie vor, indem die Kinder ohne Benotung vom 6., 7., 8. Lebensjahr durch den Regelschulunterricht mitgenommen werden und dann das Scheitern eigentlich dort schon erkennbar ist später. Aber ich sage Ihnen, da sind wir uns alle einig, Frau Gawischnik. Sie wollen da jetzt ein Zwiegespräch mit Herrn Strache. Machen Sie das nachher bei einem Kaffeehaus? Darf ich? Nein, bitte. Wir sind uns doch einig, dass die Strafförderung unglaublich wichtig ist. Darf ich kurz unmöglich mal einen kurzen Dialog machen? Aber ich weiß nicht, dass wir jetzt etwas diskutieren müssen, wo wir uns alle einig sind. Wir sind uns doch alle einig, dass die Sprachförderung die Basis für eine erfolgreiche Schule ist. Unterschiedliche Zugänge gibt es dazu. Da gibt es unterschiedliche Zugänge, aber die müssen wir sicherlich nicht ausdiskutieren. Ja, aber dafür sitzen wir da, dass man manche Sachen einfach ausdiskutieren kann. Trotzdem ein Gegenargument. 80 bis 90% der Kinder in dem Alter gehen in den Kindergarten. Im Gegenteil, die Eltern suchen ja Plätze. Es ist ja nicht so, dass sie nicht wollen, sondern die haben sogar zu wenig Plätze. Ja, das ist das Thema. Ja? Und genau die Gruppe, die wir erreichen wollen für die Sprachförderung, die gehen eben nicht. Ja? Und deswegen ist es mir trotzdem nicht klar. Sie reden über Eltern, die wirklich den Luxus haben, dass sie halt, ja, halt nicht voll berufstätig sein müssen oder teilzeitberufstätig sein müssen, sondern sich wirklich 6, 7, 8 Jahre um die Kinderbetreuung kümmern müssen. Und die wollen sie zwingen, dass die Kinder in den Kindergarten müssen? Können das ja auch selber machen. Es ist ähnlich wie die Schulpflicht, Unterrichtspflicht. Nein, im Gegenteil. Ich stelle es geht fest, hier um 20 Stunden in der Woche. Es geht hier um eine Förderung des Kindes, um ein Recht des Kindes. Ja? Und das mir nicht nachvollziehbar. Gut, wir stellen fest, es gibt hier unterschiedliche Konzepte. Wir haben einiges erfahren über Ihre Ideen zum Thema Bildung und wollen uns einem weiteren Kapitel widmen, dem zweiten großen Thema hier auch und einem, das sich die Regierung natürlich vorgenommen hat, Integration und Asyl. Da übernimmt ja Kanzler Kern quasi ein fertiges Gesetz samt Obergrenze und Notstandsverordnung unter offenen Frage des tatsächlichen Umgangs damit. Heuer haben bis Ende April rund 18.600 Menschen in Österreich um Asyl angesucht. Wenn es so weitergeht, dann wäre spätestens im September die Obergrenze von 37.500 erreicht. Dann könnte die von der Regierung beschlossene Notstandsverordnung in Kraft treten. Neu ankommende Flüchtlinge haben damit kaum noch eine Chance auf Asyl in Österreich. Für den neuen Bundeskanzler Christian Kern steht aber vor allem die Integration im Mittelpunkt der Flüchtlingspolitik. Ein Schlüssel soll dabei die möglichst rasche Öffnung des Arbeitsmarktes für Asylwerber sein. So wie in Deutschland sollen auch bei uns Asylwerber bereits nach wenigen Monaten arbeiten dürfen. Hätte er da die Opposition auf seiner Seite? Dieser Frage widmen wir uns gleich, aber zunächst, Herr Strache, wieder kommen tausende Menschen übers Mittelmeer, Hunderte angeblich sind ertrunken in den letzten paar Tagen. Die Türkei macht ihre Kooperation mit Europa weiterhin von Visaerleichterungen abhängig und da gibt es Schwierigkeiten des gegenseitigen Einverständnisses. Wie würden Sie sich denn in dieser Situation der Türkei gegenüber verhalten? Zuallererst mein tiefstes Bedauern, was da heute wieder für ein Drama auch im Mittelmeer passiert ist. Denn ich frage mich wirklich, wo ist die Frontex? Ich frage mich wirklich, wie das möglich sein kann, dass man eine Situation kennt, weiß, was auf uns zukommt, die Monate, darauf vorbereitet sein muss und die Frontex es nicht schafft, entsprechend dort auch mit Schiffen Menschen in Sicherheit zu bringen, die auslaufen, beziehungsweise mit Navigationssystemen, das festzustellen. Das ist bis heute ein offenes Rätsel und ein Versagen dieser Europäischen Unionsbehörde. Ich sage das in der Offenheit. Und zur Situation Türkei. Ich bin wirklich auch sehr irritiert gewesen, als die Europäische Union mit der Türkei und mit Erdogan hier eine Partnerschaft verhandelt hat, wo man sich nur wundern kann. Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was da an Defiziten in der Türkei stattfindet, aber erst unlängst wieder die Situation gegen die Oppositionspolitiker. Und dann geht man her und schließt einen Pakt und eine Partnerschaft mit einem Land, wo normalerweise Sanktionen notwendig wären, weil dort alle Menschenrechte gebrochen werden und mit Füßen getreten werden, die man sich im negativen Sinn nur vorstellen kann. Und das ist etwas, wo ich mir dann denke, da macht man einen Pakt mit dem Teufel. Das ist etwas, wo man wirklich, ich sage, nicht rechnen darf, dass das von Erfolg gekrönt sein kann. Und deshalb ist die Visafreiheit auch eine Katastrophe. Das in den Raum zu stellen, so einem System wie Erdogans, das ist alleine schon ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Und so gesehen würde ich mir eigentlich erwarten, dass die Europäische Union endlich ihre eigene Verantwortung an den Außengrenzen lebt und dort entsprechend auch für Sicherheit, für Grenzsicherung sorgt, für Registrierung sorgt, für die Feststellung sorgt nach den aufrechten Gesetzen. Ist das ein Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention
oder nicht? Und wie gehen wir dann mit dem rechtskonform auch um? Und das passiert bis heute nicht, obwohl das Problem jetzt seit geraumer Zeit der Fall ist und die Europäische Union hier offenbar weiter glaubt, in der Untätigkeit fortfahren zu können. Herr Luca, kann man wirklich dieses Problem, das ja nicht geringer wird, jedes Jahr nicht, so wie es der Herr Strache darstellt, europäisch lösen, ohne Partnerschaften mit anderen Ländern einzugehen? Ja, natürlich kann man es lösen. Das Problem wäre ganz leicht zu lösen. Und man könnte auch diese schrecklichen Bilder verhindern, dass Menschen eben umkommen, weil sie zu uns kommen wollen, indem man ganz konsequent die Menschen wieder zurückbringt. Denn dann würde auch keiner mehr sich auf den Weg machen. Niemand würde in ein überfülltes Boot steigen, wenn er weiß, dass er dann wieder zurückgebracht wird, weil er keinen Asylgrund hat in Europa. Und fast alle kommen über sichere Drittländer. Und damit auch die Türkei ist mittlerweile ein sicheres Drittland. Das heißt, auch dort haben die Menschen keinen Grund, zu uns herzufliehen. Und wenn man sagt, bei 37.500 kann man hier zutreten, dann frage ich mich, warum machen wir das nicht gleich, wenn es möglich wäre? Das wäre ja so, als hätte man einen Wasserschaden und würde sagen, man wartet, bis das Wasser einen Meter hoch steht und dann dreht man den Haupthahn zu. Also wenn es möglich ist, den Haupthahn zuzudrehen, dann bitte gleich. Und es ist möglich, das gibt auch die Genfer Flüchtlingskonvention her, man kann zudrehen, man kann die Menschen zurückschicken und man sollte ihnen vor Ort helfen. Ich glaube, das ist das Gebot der Stunde, denn es gibt ja keinen Grund, warum wir ihnen hier helfen müssen. Das kostet mehr, das ist kulturell problematisch, religiös problematisch. Vor Ort zu helfen ist billiger und es ist besser für alle Parteien. Also warum helfen wir nicht vor Ort? Da können wir die Flüchtlingskrise lösen. Ich weiß, warum man nicht helfen will vor Ort. Denn Timmermans, wir wissen alle, wer das ist, ja, Vizepräsident der EU-Kommission. Genau. Der will, dass die Menschen hierher kommen. Er will eine sogenannte Superkultur hier in Europa. Er will eine Vermischung der Völker und dem ist das geschuldet. Und Sie wollen das nicht. Deshalb passiert es. Also ich glaube, dass das nicht zielführend ist. Und es gibt ja auch Ungarn, die das nicht wollen und viele andere Länder. Und das finde ich sehr, sehr vernünftig. Mhm. Frau Gleiwischnik, Sebastian Kurz, der Außenminister, hat heute in mehreren Zeitungsinterviews, ist er damit auch zitiert worden, gesagt, wir müssen wahrscheinlich auch schauen, dass wir mit anderen nordafrikanischen Ländern einen Pakt schließen, um dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Wie soll man sich Libyen gegenüber verhalten? Wie soll man sich der Türkei gegenüber verhalten in dieser schwierigen Situation mit den Visaerleichterungen? Sind Sie dafür, dass man diesen Deal durchzieht, so wie geplant? Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, dass in einem Punkt hat der Kollege Luca recht, aber in allen anderen Punkten bin ich jetzt eher erschüttert, was Sie für Verschwörungstheorien hier zimmern. Ja. Das hat er offiziell gesagt. Also die offiziell. Vermischung der Völker. Am 1. November 2014 im Europaparlament. Beschäftigt, offiziell. Ja. Es gibt natürlich Fluchtursachen, die kann man nicht so einfach aus der Welt schaffen. Eines stimmt schon, unfaire Handelsbeziehungen, auch so Fragen wie fehlende Entwicklungszusammenarbeit vor Ort. Das ist alles richtig, dass hier Europa vielleicht mehr machen könnte, auch Österreich mehr machen könnte. Aber gewisse Situationen wie zum Beispiel Kriege und solche Auseinandersetzungen wie in Syrien oder im Irak, also das ist einmal ein Riesenproblem. Und da gibt es einfach Menschen, die auf der Flucht sind. Ja? Und unser Konzept ist schon, es muss auch eine europäische Verantwortung geben, schon auch für die Frage, das vor Ort auch zu lösen, Entwicklungszusammenarbeit zu stärken, die Handelsbeziehungen auch fairer zu gestalten. Aber wenn es einmal eine Kriegssituation gibt, dann musst du auch diesen Kriegsflüchtlingen auch wirklich zur Seite stehen und helfen. Ja? Das, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche. Das glaube ich nicht, ja? Ja, glaube ich. Ich möchte nur gerne versuchen, auch heute zu sagen, wie können wir in Europa und Österreich als Teil diese Flüchtlingspolitik jetzt so gestalten, dass entweder so ein Deal in Kraft tritt oder wenn man ihn nicht will, wie könnten die Alternativen sein? Ja, die Deals schauen ja so aus, dass man im Wesentlichen auf Abschottung sozusagen setzt. Ich glaube, dass Europa in dem Sinn auch schon mehr Solidarität auch zeigen kann. Wir sind ein Kontinent von 500.000 Einwohner und letztes Jahr gab es in ganz Europa zusammengerechnet etwas mehr als 1 Million Asylanträge. Und das zeigt schon auch, welche Potenziale auch in anderen Ländern, es ist nicht nur Österreich, Deutschland und Schweden, sondern es gibt andere Länder in der Europäischen Union, die bis jetzt kaum etwas beigetragen haben und kaum unterstützt haben, kaum Familien aufgenommen haben, kaum geholfen haben. Und das ist schon auch meine Vision, dass Europa als Ganzes hier handlungsfähig bleibt, ein gemeinsames Asylwesen, ein gemeinsames Asylrecht auch entwickelt, die Standards auch vergleichbar sind, also dass man sich nicht irgendwie danach orientieren muss, in dem Land habe ich jetzt mehr Chancen, im anderen weniger, sondern dass es wirklich eine gemeinsame, standardisierte asylrechtliche Vorgangsweise gibt. Das wäre, denke ich, möglich. Ja? Wir haben viel geschafft in Europa, wir haben die Bankenkrise im Wesentlichen gemeistert, wir haben viele Dinge gemeinsam bewältigt.
Naja, es sind 500 Milliarden Euro aufgestellt worden letztendlich. Ja? Ja, ja. Also deswegen werden wir an dem nicht scheitern. Und wenn Europa an dem scheitert, dann ist es wirklich eine Tragödie, muss man sagen. Herr Stolz, wenn man Frau Klawisch nicht zuhört, dann müsste man zu dem Schluss kommen, dann braucht es keine Obergrenze in Österreich. Die gibt es aber jetzt. Zumindest gab es sie noch unter Werner Faymann. Mal sehen, wie der neue Kanzler Kern damit dann konkret umgehen wird. Mhm. Wie ist Ihre Sicht der Dinge? Meine Sicht der Dinge ist, dass wir natürlich nicht jedes Jahr, so wie im letzten Jahr, 90.000 Asylwerberinnen und Werber aufnehmen können. Das geht ganz einfach nicht. Was gilt es zu tun? Wir haben ganz unterschiedliche Dynamiken. Einerseits, wenn wir jetzt nach Afrika blicken, haben wir natürlich eine große Perspektivenlosigkeit, ein wahnsinniges Wohlstandsgefälle. Das heißt, hier werden wir über Jahre und Jahrzehnte Hunderttausende, Millionen von Menschen haben, die alles riskieren, auch ihr Leben, um irgendwie nach Europa zu kommen. Und was wir dringend brauchen hier, ist natürlich geordnete Prozesse und vor allem ganz entschlossene, und dazu brauchen wir Europa meines Erachtens, ganz entschlossene Wirtschaftskooperationen, Aufbauprogramme, Entwicklungszusammenarbeit etc. Mhm. Wenn die vor Ort keine Perspektive haben, dann setzen sie sich in Gang. Und zu glauben, wir können die Zäune 6 Meter höher ziehen und das Phänomen hat sich erledigt, das ist nur naiv. Und dann kommen die Kriege dazu, die das natürlich kurzfristig massiv verstärken, Syrien etc. Hier brauchen wir auch eine vorausschauende Außenpolitik der Europäischen Union. Die haben wir nicht, die müssen wir rasch aufbauen. Wir kommen bei jeder Krise zu spät, ob das die Ukraine ist, Syrien. Und dann natürlich sind wir überfordert mit den Folgen. Und hier habe ich ganz einen klaren Blick. Natürlich braucht man Solidarität innerhalb der Europäischen Union. Und wenn jetzt die Briten demnächst abstimmen, ob sie aussteigen oder nicht, dann soll das so sein. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Da werde ich ganz klar in Brüssel. Wir sind Nettozahler als Österreicher. Und wenn wir Solidarität üben in vielen Bereichen, die ganzen osteuropäischen Regime ist ein böses Wort, aber Regierungen, die wären morgen abgewählt, kämen nicht die EU-Milliarden. Und deswegen sage ich, wir erwarten von euch hier auch Kooperation. Ansonsten werden wir das EU-Budget aufmachen. Und ich glaube auch, dass wir Schengen, natürlich die gemeinsamen Regeln, einhalten müssen. Und wenn das nicht alle wollen oder können, dann ziehen wir Schengen kleiner, meines Erachtens, und vertiefen aber die Kooperation. Ich will mehr Europa, ein Kerneuropa. Wenn nicht alle mitmachen wollen, okay. Das muss der Preis sein für ein funktionierendes Europa. Schauen wir nach Österreich herein und zur Frage der Integration. Herr Strache, da kommt ja auch ein Vorschlag des neuen Bundeskanzlers, der sagt, er möchte darüber nachdenken, so wie in Deutschland, dass Asylwerber schon früher in den Arbeitsmarkt einsteigen dürfen. Man muss ja auch sagen, für viele Menschen ist das ja auch schwierig zu akzeptieren, dass diese Menschen bei uns sind, nichts tun können. Manche meinen, sie liegen uns auf der Tasche, sie dürfen aber nichts beitragen. Würde man das nicht entspannen, wenn man sagt, diese Menschen sollen einfach in den Arbeitsmarkt früher integriert werden? Ja, wir dürfen mit Sicherheit nicht das Sozialamt der Welt sein, wo Menschen natürlich genau aufgrund der Mindestsicherungsunterstützung, die sie hier erhalten, zu uns kommen. Und da muss man grundsätzlich schon nachdenken, ob es nicht vernünftig wäre, das in Zukunft in Sachunterstützung umzuwandeln, damit es eben nicht zu solchen Prinzipien kommt. Nur damit wir zwei Sachen vermischen, entschuldigen Sie. Asylwerber bekommen keine Mindestsicherung. Genau. Also, es gibt jene, die einen Antrag stellen und eine Behandlung abzuwarten haben und ein Urteil. Und dann gibt es jene, die den Asylstatus haben. Wer den Asylstatus hat, darf arbeiten. Wir haben jahrelang dafür gekämpft, damit endlich auch rasch der rechtsgültige Bescheid auch da ist. Das ist entsprechend verkürzt worden. Und in der Zeitspanne, wo jemand kommt und im letzten Jahr die Erfahrung hat es gezeigt, ich sage das in der Deutlichkeit mit einer unterschiedlichen Position wie wahrscheinlich einige hier, dass die überwiegende Mehrheit letztes Jahr aus sozialpolitischen Gründen gekommen sind und nicht im Sinne der Genfer Konvention Verfolgte sind. Und da müssen wir vorsichtig sein. Da kann doch nicht das Rezept sein, bei einer Rekordarbeitslosigkeit von bis zu 500.000 Menschen zu sagen, na, jetzt machen wir den Arbeitsmarkt auf. Und belohnen sozusagen auch noch jeden, der den Fuß hierher bekommt, sozusagen mit dem System, bevor eine Rechtsprüfung abgeschlossen ist. Das ist sehr gefährlich, das halte ich für katastrophal. Und das zeigt, dass offenbar der Herr Kern die Problematik der Arbeitslosigkeit in dem Land nicht verstanden hat. Wir müssen hier anders gegensteuern. Wir müssen uns überlegen, ja, wie heute Firmen in Osteuropa Vorteile haben, wenn sie hier tätig sind im Vergleich zu unseren Firmen. Wir müssen uns überlegen, wie wir steuerpolitisch endlich gegensteuern mit
deutlichen Steuersenkungen, die notwendig sind. Was wir brauchen, ist eine Wirtschafts- und Arbeitsmarktoffensive, wo wir Lohnnebenkosten senken, wo wir Betriebe, die Lehrlinge ausbilden und arbeitsplatzintensiv arbeiten, diese entlasten, wo wir endlich auch Anreize schaffen, dass Gewinne, die im Betrieb bleiben und wieder investiert werden, steuerfrei gesteuert werden und nicht heute Situationen haben, wo Baxter, Coca-Cola und Föst sozusagen abwandern aufgrund der schlechten Bedingungen und weitere Arbeitslosigkeit produziert wird. Dort ist anzusetzen und nicht bei solchen Mechanismen den Arbeitsmarkt gleich von Beginn an zu öffnen. Führen Sie uns nahtlos gleich zum nächsten Thema, über das wir reden wollten, Jobs und Wirtschaft. Aber vielleicht können wir das auch von der Argumentationskette her so entwickeln. Frau Klawischnik, wäre das nicht, so wie es der Herr Strache gesagt hat, echt schwierig, den Menschen zu vermitteln, dass in einer Zeit so hoher Arbeitslosigkeit in Österreich dann der Arbeitsmarkt für Asylwerberinnen und Werber geöffnet werden soll? Ja, ich finde, da muss man sich nur entscheiden, welches Argument man jetzt bedient. Von der FPÖ kommt immer der Vorwurf auch, dass die Asylwerber so viel kosten, ja, weil sie eben grundversorgt werden und untergebracht werden müssen. Aber arbeiten dürfen sie auch nicht. Ja. Also da müssen sie sich schon entscheiden. Wenn sie sagen, sie sollen nicht arbeiten dürfen, dann dürfen sie auch nicht kritisieren, dass sie grundversorgt werden. Ich habe eine andere Meinung. Ich glaube, dass sowas wie nach 3 oder 6 Monaten, also sie machen jetzt gemeinnützige Tätigkeiten, da dürfen sie bis zu 100 Euro verdienen. Es war jetzt gerade eine schöne Berichterstattung auch über das, was in der Stadt Wien passiert, von der Tierpflege bis zum Müll einsammeln auf der Donauinsel. Das sind Tätigkeiten, die sie im Moment machen dürfen. Ja. Warum sollen sie nicht in einer einfachen Form auch am Arbeitsmarkt eine Chance bekommen, um sich ihren Lebensunterhalt einfach selber verdienen zu dürfen? Das ist auch psychologisch wichtig. Ich glaube, sie wollen auch nicht anderthalb Jahre immer dumm sitzen, nichts tun können, gar nichts tun können und dann irgendwann einmal einen Bescheid erhalten. Das nagt am Selbstvertrauen, das nagt auch an dem, wie fähig sie sind, auch sich in eine Gesellschaft einzugliedern. Ich halte es für schädlich, wenn man Menschen daran hindert, etwas beitragen zu können in der Gesellschaft. Deswegen bin ich dafür, dass sie nach 3 oder 6 Monaten, und das wird auch die Europäische Kommission, glaube ich, irgendwann einmal so vorschlagen, sich zumindest ihren Lebensunterhalt selber verdienen können. Wissen, ja? Und dann reden wir über die anderen Themen am Arbeitsmarkt. Sie wissen schon, darf ich kurz fertig sprechen? Ich möchte jetzt kurz noch meine Themen zum Arbeitsmarkt. Ja, ganz kurz. Ja? Ja, trotzdem. Sie können sich trotzdem in der Zeit. Sie belohnen jene, die versuchen, rechtswidrig sozusagen hier. Ja, aber dann entscheiden Sie sich einmal, ob Sie das kritisieren, dass die grundversorgt werden, weil da kommen immer die FPÖ-Anfragen, Millionen kostet die Grundversorgung. Die gehören nicht rechtswidrig hereingelassen, Frau Klawischnik. Lassen Sie mich kurz fertig reden, an Antrag werden Sie noch stören dürfen. Und dann sagen Sie anders jetzt, aber arbeiten dürfen Sie auch nicht. Also entscheiden Sie sich einmal, auf welcher Seite Sie da stehen. Also, sorry, ich wollte noch fertig reden zum Arbeitsmarkt. Darf ich vorschlagen, dass wir gar nicht... Sie wollen mich gesetzlich aufklären? Rechtlich aufklären. Ich bin aufgeklärt. Über unzählige sichere Länder kommen, haben kein Asylantragsrecht in Österreich. Da gibt es ganz klare Regelungen, die gebrochen worden sind von dieser Regierung, die weiter offensichtlich gebrochen werden, wo man Gesetze nicht handelt. Ich sage nur, was sinnvoll wäre, Menschen, die über sichere Länder kommen, haben kein Asylantragsrecht in Österreich. Jetzt haben Sie uns schon so inhaltlich so schön zum Thema Arbeitsmarkt insgesamt hier geführt, argumentativ. Ich wollte nur ganz kurz, Frau Klawischnik, wenn Sie gestatten, noch die Runde abfragen zum Thema Arbeitsbewilligung für Asylwerber, ja oder nein. Wie sehen Sie das, Herr Luger? Ja, also die Diskussion ist komplett falsch. Warum? Weil kein Unternehmer würde jemanden, der im Asylverfahren steckt, wo 60, 70, 80% gar keinen Asylstatus bekommen, würde den aufnehmen, wenn er zurückgeschickt werden wird. Also das heißt, ein Unternehmer hat da gar keine Perspektive und damit bringt das nichts. Und das ist auch der falsche Ansatz, zu sagen, nach 3 bis 6 Monaten soll er arbeiten. Nach 3 bis 6 Monaten sollen wir wissen, ob er hier bleiben kann oder nicht. Die Schweiz macht das in 48 Stunden. Das heißt, wir werden es wohl schaffen, in 3 bis 6 Monaten, ich habe es auch nicht unterbrochen, in 3 bis 6 Monaten muss es doch möglich sein, herauszufinden, ob derjenige bleiben kann oder wieder gehen muss. Das muss doch möglich sein. Und nicht in den Arbeitsmarkt integrieren, wo ich noch nicht einmal weiß, ob er überhaupt bleiben kann. Herr Strolz? Also das ist der komplett falsche Weg. Da braucht es eine Stimme der Vernunft, glaube ich. Wir brauchen schnelle Verfahren. Das heißt, das war die Stimme der Unvernunft. Nein, sage ich nicht, aber um das Thema zu lösen, glaube ich, braucht es einfach vernünftige Stimmen. Ich glaube, das Land leidet hier auch an den Aufschaukelungen, an den Polen. Und es braucht in der Mitte Stimme der Vernunft, die Lösungen bringt. Was ist meines Erachtens die richtige Lösung? Wir müssen schnelle Verfahren haben, die funktionieren derzeit in Österreich nicht. Die Menschen warten bis zu einem Jahr mittlerweile auf die erste Einvernehmung. Das ist ein Wahnsinn. Die versauern natürlich, die kommen auf blöde Ideen. Genau. Zweitens, wir können natürlich den Arbeitsmarkt öffnen in Mangelberufen nach 3 Monaten. Mangelberufe sind jene Berufe, wo wir keine Österreicherinnen und Österreicher finden. Ich will, dass die möglichst schnell auf eigenen Füßen stehen, möglichst schnell Steuer zahlen, für das Gemeinwesen was beitragen.
Ansonsten eine Wartefrist wird es brauchen, damit es keinen Missbrauch gibt. Sonst wäre ich für 6 Monate. Und eines auch ganz klar, ich bin nicht für die Abschottung des Arbeitsmarktes, wie auch gegenüber Osteuropa von Ihnen, Herr Strache, auch von der Gewerkschaft teilweise betrieben wird. Weil das ist auch ein unzulässiges Rosinenpicken. Wir haben heute fast 50.000, vor allem Frauen bei uns, die sind aus Rumänien, vor allem aus Slowakei, auch Ungarn, die unsere Eltern pflegen. Die kümmern sich um alte Menschen in Österreich. Was würden wir heute ohne diese 50.000 Menschen machen? Haben Sie mich falsch verstanden? Auch in den Krankenhäusern. Sie haben mich da völlig falsch verstanden. Die GSMBHs, die Slowakei und Ungarns, habe ich gemeint, die dann mit ihren Lohnbedingungen unsere Betriebe in Wahrheit unterstützen. Ich sage nur nicht Rosinenpicken. Das habe ich gemeint. Das ist eine Katastrophe für unseren Standort und für unsere Betriebe. Damit werden unsere kleineren und mittleren Unternehmen in Wahrheit heute kaputt gemacht. Da muss man einfach auch die Dinge gegeneinander abwägen und auch fair sein, meines Erachtens. Wir sind jetzt mitten hineingerutscht in das letzte Kapitel, das Sachkapitel, das wir uns für heute vorgenommen haben, nämlich das Kapitel Arbeitsmarkt und Jobs. Es wird ja ständig eingefordert von allen Oppositionsparteien, die Regierung möge ganz, ganz rasch etwas tun gegen diese sehr hohe Arbeitslosigkeit. Und wir alle erinnern uns, Frau Glawischnik, zum Höhepunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise gab es dann Konjunkturprogramme der Regierung, Investitionsprogramme. Der neue Bundeskanzler hat gesagt, er möchte einen New Deal haben. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach ein solcher New Deal aus, der in dieser Situation wirksam sein könnte? Wäre es zum Beispiel wieder solche Konjunkturprogramme wie das Vorziehen von Infrastrukturprojekten oder Ähnliches? Ja, also jedenfalls sinnvoll ist es, was er angedacht hat, also öffentliche, private Investitionen wieder zusammenzudenken. Und da ist ganz relevant, glaube ich, dass jeder Euro, den die Republik Österreich ausgibt, dass der möglichst arbeitsintensiv ausgegeben wird. Also das heißt, man muss wirklich schauen, hat das jetzt wirklich einen positiven Effekt oder hat das gar keinen Effekt? Und da gibt es viele Beispiele. Also wir haben eine Reihe von teilweise umweltschädlichen und auch arbeitsschädlichen Subventionen, die kosten der Republik Milliarden, mittlerweile auch vom WIFO ausgeführt. Und wir investieren in vielen Bereichen viel zu wenig. Und es ist vor allem der Umbau in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft. Wir haben den Klimaschutzvertrag von Paris. Wir haben jetzt eine riesige Herausforderung, Österreich oder mittelfristig sozusagen freizustellen von fossilen Energieträgern. Das heißt, die ganze Mobilität, also der gesamte Bereich der Wärmeversorgung, die ganze Stromversorgung muss man im Wesentlichen umstellen, weg von Kohle, Öl und Gas. Und das ist ein riesiges Infrastrukturprojekt. Und ich denke, dass auch Christian Kern jetzt also mit seiner Erfahrung vielleicht für so ein großes Umbauprojekt, und das macht wirklich viele Arbeitsplätze, auch ein gewisses Verständnis hat. Und da werden wir auch gleich auch mit unterstützen dabei, sowas auch zu planen. Ja. Wie würde denn für Sie, Herr Luger, ein solcher New Deal ausschauen? Vielleicht anhand eines Beispiels, weil Sie sich ja immer so gern auch auf Ihre unternehmerische Kompetenz berufen. Wir haben in Österreich eine Situation, wo Betriebe, die im Ausland neue Arbeitsplätze schaffen, begünstigt werden und eben nicht Betriebe, die im Inland Arbeitsplätze schaffen. Das gehört einmal endlich aufgelöst. Das heißt, Betriebe, die im Inland tatsächlich Arbeitsplätze schaffen, müssen auch steuerlich begünstigt werden. Dann müssen wir natürlich auch die ganze Gewerbeordnung entrümpeln. Wir müssen darauf schauen, dass die Mitarbeiter auch beteiligt werden. Da kann man also Modelle machen, wo man also nicht nur beteiligt, sondern auch ein Mitunternehmertum des Mitarbeiters andenkt. Gerade bei jungen, kleinen Firmen ist oft das Problem, dass man sich gar keine Mitarbeiter leisten kann. Es gibt viele Firmen, die werden gegründet und schaffen, nicht einmal einen einzigen Mitarbeiter anzustellen, weil die Investitionen problematisch sind, die Banken geben kein Geld und weil hier der Staat sehr stark zugreift, gerade was Investitionen betrifft. Das heißt, man macht einen Gewinn, kauft dann neue Maschinen oder stellt Mitarbeiter an und kann diese Investitionen dann nicht absetzen. Beziehungsweise nur auf viele Jahre gestreckt. Das heißt, man muss dann einen Kredit nehmen, um die Steuern zahlen zu können. Und da verschrecken natürlich viele Betriebe zurück und nehmen dann erst gar keine Mitarbeiter und expandieren nicht. Das ist das Problem, das wir haben. In diesem Bereich gehört etwas gemacht. Und natürlich Kammer, Pflichtmitgliedschaft, all diese Hemmnisse, die ganze Gewerbeordnung mit den ganzen Auflagen, die es gibt. Das gehört alles entrümpelt. Also es wäre jetzt ein riesiges Paket, das würde jetzt zu weit führen. Ist ein riesiges Paket, kostet wahrscheinlich auch eine Lawine, und Herr Strache, das ist ja auch irgendwie das Schöne, offensichtlich in der Opposition. Da kann man manchmal so ideenmäßig die Bäume in den Himmel wachsen lassen und muss nicht gleich dazu sagen, wo man das Geld dafür hernimmt. Aber lassen Sie doch mal kurz die Bäume ideentechnisch in den Himmel wachsen und sagen Sie uns, wie würden Sie denn aktuell Jobs schaffen? Ich sage Ihnen ganz offen, wir sind heute ein Höchststeuerland. 45% Steuerquote.
Das ist katastrophal. Das würgt jeden Konjunkturmotor weiter ab. Das heißt, das ist auch der Grund, warum heute große Betriebe, die die Möglichkeit haben, sagen, ich gehe weg von Österreich. Da werden Tausende, zigtausende Arbeitsplätze kaputt gemacht. Und das kostet dem Staat und dem Steuerzahler im Bereich der Arbeitslosen dann erst recht. Das heißt, das ist doch absurd. Wir müssen daher unbedingt, und da braucht es nicht einen New Deal 2025, sondern jetzt. Wir brauchen jetzt eine Wirtschaftsoffensive, eine Arbeitsmarktoffensive. Es ist Handlungsbedarf, wo ich ganz konkret sage, runter mit den Steuerbelastungen auf 39% nach Möglichkeit Höchststeuerquote. Ja, dann müssen Sie man sagt, 40% Höchststeuerquote. Ja. Ich erkläre es Ihnen gleich. Das sind wie viele Milliarden? Ich erkläre es Ihnen gleich. Da finanzieren Zuerst Sie einmal das. Mein Modell und dann erkläre ich es Ihnen. So viel Geduld werden Sie hoffentlich haben. Es geht nur um ganz viel Geld. Nicht, ja. Es geht um sehr viel Geld. Das müssen Sie irgendwo hernehmen. Ich werde es Ihnen erklären. Okay. Sie sind nicht immer so ungeduldig und so nervös. Das Nein, ich bin weder ungeduldig noch nervös und Sie sind unhöflich. Also, jetzt bin ich unhöflich, weil Sie mich unterbrechen. Ich habe eine andere Wahrnehmung. Versuchen wir konstruktiv zu bleiben. Also, Steuerquote runter, Lohnnebenkosten hinunter, nicht entnommene Gewinne steuerfrei stellen, endlich die Kreditklemme in dem Land bekämpfen. Wenn heute nicht einmal mehr ein Häuselbauer, ja, der mit seiner Frau in einem Dienstverhältnis steht, einen Kredit bekommt, ja, dann bekommen nicht einmal Betriebe mehr Kredite, ohne eine hundertprozentige Besicherung zu haben. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir können gar nicht mehr mithalten, wenn wir hier nicht rasch Initiativen setzen. Und, jetzt ist und Arbeitslosigkeit Spannung, damit Herr bekämpfen. Und ich sage, Spannung, woher soll woher? Das kommen? Wir wollen's wissen. Es gibt, es kostet ca. 10 Milliarden Euro. Jeder Ökonom wird Ihnen erklären, ein Höchststeuerland treibt die Leute in die Schwarzwirtschaft. Wir haben heute eine Schwarzwirtschaft, wo manche Experten sagen, im Jahr bis zu 10 Milliarden und mehr. Die Menschen haben gar keine andere Möglichkeit mehr, um zu überleben. Ja, das heißt, man muss die Steuern senken, Schwarzwirtschaft unattraktiv machen, damit die Menschen dann auch sagen, es zahlt sich nicht mehr aus, in der Schwarzwirtschaft zu sein. Mhm. Ich zahle gerne Steuern, wenn ich weiß, der Staat ist fair und korrekt zu mir. Ich kann halbwegs davon leben, ich habe halbwegs Gewinne, ich kann wieder mir ein Leben halbwegs leisten. Mhm. Dann ist das der richtige Prozess. Der Prozess herzugehen und zu sagen, nur mehr an der Steuerschraube zu drehen und nicht die Verwaltungskosten endlich zurückzuschrauben. Dort schlummern ja die Milliarden im Jahr. 12 Milliarden laut Rechnungshof, nur im Bereich dieses verkrusteten Systems, wo man nicht bereit ist, endlich einmal hineinzugehen und zu sagen, diese Milliarden schichten wir um, hin zu den Bürgern, hin in den Arbeitsmarkt, hin zur Wirtschaft. Das ist notwendig. Herr Stolz, wenn ich nur ergänzen darf, 2 Milliarden Euro, sagt der renommierte Professor Friedrich Schneider von der Kepler-Universität in Linz, schätzt er immer, ist dieser Schwarzwirtschaftsfaktor. Ja, das sind keine 10 Milliarden Euro. Also 6 bis 10 Milliarden haben wir von unterschiedlichen Experten Sie unterstellen der österreichischen Bevölkerung, dass sie bis zu 10 Milliarden Euro Steuern hinterzieht. Das finde ich schon ein ziemlich starkes Stück. Also renommierte Studien gehen von maximal 2 Milliarden Euro. Sie unterstellen wirklich den Menschen, dass sie also über wirklich diese massive Steuern... Wichtig ist, dass wir die Steuerabgaben runterbringen. Das ist ja völlig außer Streit. Wir haben die zweithöchste Steuerabgabenquote in der Europäischen Union mittlerweile. Ich war 12 Jahre lang Unternehmer, habe auch natürlich die Erfahrung, was es heißt, wenn die doppelten Gehälter kommen, auch die Sozialversicherungsbeiträge etc., alles, die Dinge doppelt kommen. Das ist kein Spaß, in Österreich Unternehmer zu sein, Unternehmerin zu sein. Das ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Und das ist eben dieser Regierung auch anzukreiden, dass sie hier keine Trendumkehr schafft. Das Problem ist, wir haben zu hohe Lohnnebenkosten. Die sind rund 10% höher als in Deutschland. Das heißt, die Menschen, die ein Unternehmen führen, die werden demotiviert, Menschen anzustellen. Sie müssen uns auch sagen, wie Sie es finanzieren. Ja, wir haben hier ein Steuerreformkonzept präsentiert. Okay. Können Sie in einem Satz sagen? Ja, in einem Satz. Ich kann Ihnen sagen, also wo wir 19,1 Milliarden Euro herausschneiden, wo wir die Menschen um 8 Milliarden entlasten. Das ist ein Programm über 8 Jahre. Wir schaffen damit 150.000 Arbeitsplätze. Wir müssen hinein in eine entschlossene Pensionsreform. Ein faires Pensionssystem für alle. Mhm. Es ist eine unglaubliche Sauerei, dass zum Beispiel in Wien bis ins Jahr 2046 die rot-grüne Regierung Beamtenprivilegien dort verlängert. Das ist der Rechnungshof, Nein. Rechnet es vor, Frau Glawischnik. Nein, da geht es um, Kindergärtnerinnen und Mistaufleger. Das ist total unfair. Der Rechnungshof, unfair. Sie können gerne dem Rechnungshof einen Brief schreiben, dass er Blödsinn erzählt. Nein, aber das ist Sie amtlich belegt. Das komplett falsch. Bis 2042 300
50 Millionen kostet das insgesamt. Da geht es um Krankenpflegerinnen, Kindergärtnerinnen und Mildpfleger. Ich würde gerne mal zuhören, ja. Ja. Und das, was er sagt. Ja, wollen Sie dazu hören? Das zweite, Förderungen. Wir haben ungefähr 19 Milliarden Euro Förderungen. Das ist doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt. Und die Landesfürsten verweigern nach wie vor, 5 Jahre nach Einführung der Transparenzdatenbank, einzustellen, wie sie das Geld vergeben. Und da ist Anfütterung im großen Stil unterwegs. Das sind Fürsten der Finsternis. Denen muss man auf die Finger schauen. Die lassen da unsere Steuermillionen und Milliarden in dunklen Kanälen versickern. Wir haben Rechnungshof, ja. Gesundheitswesen noch ganz wichtig. Wir schlittern immer mehr in eine Zwei-Klassen-Medizin hinein. Das spüren die Menschen, wenn sie in Ambulanzen sitzen, wenn sie lange auf Termine, Untersuchungstermine warten. Der Rechnungshof rechnet vor. Wir haben ein hochgradig ineffizientes Gesundheitssystem. Das hat mit Föderalismus zu tun. Das hat wiederum auch mit den Landesfürsten zu tun. Abschließender Satz. Wir haben hier einen neuen Kanzler in alten Fesseln. Das heißt, wenn er das, was er vernünftigerweise hier erzählt, machen will, dann muss er die Fußfessel zerschlagen am Fuß dieser Regierung, die er einmal anhört, nämlich von Landesfürsten, von Bünden und von Gewerkschaften. Ob er das schafft, ich wünsche ihm dazu alles Gute. Wir NEOS werden ihn unterstützen. Da sind Sie fast wortwörtlich einer Meinung die mit den Fesseln. Hoffnung des Systems. Können die Vorarlberger da auch dazu? Die Vorarlberger zahlen mit bei den Wiener Personen. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um ein bisschen Diskussionsdisziplin. Ich möchte zwei Fragen noch gerne, ganz konkrete Fragen mit Ihnen besprechen. Die eine Frage ist schon fast aufgelegt, weil Sie den Rechnungshof so ins Treffen geführt haben. Es wird demnächst einen neuen Rechnungshofpräsidenten oder eine neue Rechnungshofpräsidentin geben. Und das steht schon in den nächsten 2, 3 Wochen an, diese Entscheidung. Jetzt haben fast alle, wenn ich richtig nachgelesen habe, von Ihnen schon gesagt, Frau Gries wäre eine gar nicht so schlechte Wahl für diesen Job. Nur von Ihnen habe ich das noch nicht gelesen. Ist Frau Gries eine gute Wahl auch für Sie oder stellen Sie sich jemand anderen vor in diesem Job? Ja, es ist, ich bin verwundert, ja, denn vor der Präsidentschaftswahl wurde die Frau Dr. Gries gefragt, ob sie diesbezüglich Interesse hat. Das hat sie klar und deutlich abgelehnt. Da wurde sie auch bezüglich anderer Dinge gefragt, ob sie eine Wahlempfehlung bereit ist abzugeben. Und dann hat sie am Mittwoch vor einer Präsidentschaftswahl eine Wahlempfehlung abgegeben, entgegen ihrer ursprünglichen Position. Und jetzt meldet sie sich offenbar dafür an, dass sie Teil des Systems auch sein will und von Rot-Schwarz-Grün offenbar Unterstützung erhofft, Rechnungshofpräsidentin werden zu wollen. Also ich finde das sehr durchschaubar und ich finde das nicht gut. Und ich sage, ich bin da sehr kritisch, nicht nur wegen der Entwicklung, sondern auch wegen anderer Entwicklungen, wo sie nämlich als im Bereich der Hyperuntersuchung dann die Akten vernichtet hat und weil sie auch dem Untersuchungsausschuss im Parlament ausgerichtet hat, dass sie eigentlich das nicht gut empfindet, dass das Parlament und die Parlamentarier durch so ein gutes Instrument des Untersuchungsausschusses eine Untersuchung vornehmen können. Hat sie mir einfach Dinge erklärt, warum sie das getan hat, aber sei sie sei, sie finden, dass sie nicht Rechnungshofpräsidentin werden soll, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Ich habe den Eindruck, sie ist jetzt Teil des verfilzten Systems, das sie eigentlich verändern wollen. Werden das sie ist etwas, was durchaus verwunderlich ist. Werden Sie einen alternativen Personalvorschlag unterbreiten für diesen Job? Wir haben eine Expertin, die wir vorschlagen. Es wird ein Hearing geben. Bei diesem Hearing werden alle Experten der unterschiedlichen Fraktionen ja auch sich präsentieren. Es wird am Ende eine Abstimmung geben. Und ja, wir wissen, wie Abstimmungen verlaufen. In der Regel muss man damit rechnen, dass es Absprachen geben wird, da oder dort. Mhm. Und da vermute ich natürlich Absprachen des Regierungssystems mit der einen oder anderen Unterstützung von Seiten der Opposition, die da gern dabei sein will. Schließen Sie das aus? Also ich finde es etwas seltsam, jetzt irgendwie der Frau Dr. Christ zu unterstellen, sie will Teil eines Systems zu werden. Ich meine, dass sie jedenfalls auch die Qualifikationen mitbringen würde, dass sie die erste Frau in diesem Amt wäre, dass sie jedenfalls auch über die nötige Distanz auch zum Parteiensystem verfügt. Das hat sie ja auch mehrfach klargemacht und gesagt. Also warum man sie hier nicht in Fairness auch einmal anhören möchte. Sie könnten sie einmal anhören und ihre Vorstellung einmal hören im Hearing und dann ihr Urteil fällen. Das wäre vielleicht einmal eine faire Chance, oder? Ich habe ja nicht ein schlampertes Verhältnis zur Geschichte vorgeworfen, wie jemand anderer aus Ihrer Partei. Ja. Also ich find's ganz kurz, Herr Stolz, Sie sind dafür? Ja. Also ich finde es sehr gut, dass wir, und das haben wir ja vor allem die Grünen und die NEOS gemeinsam getrieben, dass wir ein öffentliches Hearing haben, erstes Mal. Das braucht man auch im Übrigen Demokratiereformpaket, dass man die Minister auch für ein Hearing vorladen, vielleicht kommen wir noch dazu heute. Und ja, wir sind die Einzigen, die bisher einen Kandidaten vorgeschlagen haben, den Rechtsanwalt Wolfram Proksch, eine ambitionierte Kraft, der hier als Anwalt der Steuerzahler, Steuerzahlerinnen ins Rennen geht. Wir haben auch immer gesagt, wir können uns vorstellen, eine zweite Person mit zu nominieren. Und die Frau Gries erfüllt diese Kriterien auch. Und wenn sie absagen würde morgen, sie überlegt sich's bis morgen, ich habe am Freitag noch einmal telefoniert mit ihr,
Wenn sie morgen absagt, dann hätten wir noch eine andere Persönlichkeit, die wir mitunter auch noch mit in den Ring hieven. Ich glaube, das wird ein Lackmustest auch für den Herrn Kern. Mhm. Die Regierung ist ja die Kontrollierte. Und die Kontrollierten sollten nicht den Kontrolleur bestellen selbst. Mhm. Das sieht, glaube ich, jeder ein. Und deswegen, neuer Stil würde man auch daran erkennen, dass sie nicht einen Regierungskandidaten, eine Kandidatin durchdrucken. Mhm. Werden wir sehen. Neuer Stil bei uns. Wir fragen die Opposition genau zu dieser Frage des Kontrolleurs, des Rechnungshofs. Herr Luger, ich glaube, auch von Ihnen kam ein grundsätzliches Warum nicht zur Frau Gries, oder? Ja, also da geht es mir wie beim Herrn Kern. Ich gebe jedem eine Chance. Mhm. Denn jeder hat aus meiner Sicht eine Chance verdient. Es gibt dieses Hearing, das wird man sich genau anhören, was jeder zu sagen hat. Es gibt ja unterschiedliche Kandidaten. Und ich gebe dem Herrn Strolz voll inhaltlich recht. Es ist ein System, wo sich die Regierung selbst kontrollieren kann. Wäre so, als wenn ein Unternehmer sich den Steuerprüfer selbst aussuchen kann. Das geht ja auch nicht. Und das geht in der Regierung normalerweise auch nicht. Bisher war es immer so. Ich hoffe, es wird besser. Letzte Frage. Ist ein Lackmustest quasi für die Kooperationsbereitschaft möglicherweise der Opposition wird es sein, ob man sich denn darauf einigen kann, jetzt eine Verfassungsreform anzugehen, bei der die Rechte des Bundespräsidenten beschnitten werden. Sind Sie dafür? Ja, also wenn Sie einen Lackmustest sehen, dann reden wir über Bildung, reden wir über Pensionen, über diese Dinge. Ich will von Ihnen wissen, ob Sie dafür die Rechte, sind. Entschuldigen Sie, aber die Rechte des Bundespräsidenten in der Situation, in der wir jetzt sind, wo wir Flüchtlingsprobleme und sonstige Probleme haben, also das ist sicher das letzte Problem, um das wir uns kümmern sollten. Ich würde aber gerne wissen, ob Sie dafür sind. Ich lehne das zutiefst ab, dass man das allein darüber redet, das jetzt zu machen, denn wir haben so viele andere Probleme und die sollten wir jetzt endlich angehen. Gott. Herr Strolz, das hat ja der gewählte Bundespräsident Alexander Van der Bellen schon im Wahlkampf gesagt, er findet, der Bundespräsident hat zu viele Rechte. Jetzt könnte man darüber reden. Wollen Sie auch darüber reden? Ich will darüber reden, aber nicht von dieser Seite her kommend. Über den Präsidenten können wir dann immer noch sprechen. Wir müssen zwei Dinge tun. Wir müssen die Kluft zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern verkleinern. Die haben das Gefühl, die Typen sind so abgehoben, die machen was. Und wie können wir das? Das können wir machen, indem wir das Wahlrecht auf Persönlichkeitswahlrecht bringen. Gut. Und zweitens das Parlament stärken. Und wenn wir dabei dem Bundespräsidenten die eine oder andere Kompetenz nehmen müssen, dann einverstanden. Okay. Aber diese durchsichtige Diskussion einzuhängen mit dem Zugang, kürzen wir den Bundespräsidenten, das halte ich für einen Blödsinn oder für einen Schwachsinn. Also es macht nur schwachen Sinn für mich. Okay. Aber wie gesagt, die Bürger sollen mehr Mitsprache haben. Und das Parlament muss ein echtes Arbeitsparlament werden. Nicht von Sozialpartnern und von Landesfürsten diktierte Abstimmungsveranstaltungen. Verstanden. Es gibt also Ideen zur Verfassungsreform. Herr Strache, finden Sie es gut, wenn man sagt, der Bundespräsident soll die Regierung nicht mehr einfach so entlassen können, wenn er möchte? Also ich finde es absurd, ja, dass man jetzt eine Debatte anregt über die wenigen Möglichkeiten, die der direkt gewählte Bundespräsident hat, die ihm auch noch wegnehmen zu wollen. Und ich sage gerade, das ist ja sichtbar geworden, dass es einen wahnsinnigen Bedarf gibt, ja, hier auch ein neues Amtsverständnis zu leben und auch vor allen Dingen verbindliche Volksabstimmungen hier auch hoffentlich einmal möglich zu machen in dem Land, um das Parlament zu kontrollieren, um diese Parteisekretariate mit ihrem Macht, mit ihrer Machtfülle und der Absprachen einmal vielleicht aufzubrechen. Und ich sage, gerade das erkennt man ja als Bedarf und würde sich eigentlich wünschen, dass ein Bundespräsident dieser verfassungsgemäßen Aufgabe nachkommt, um, und das ist aus guter historischer Erfahrung, damit wir nie wieder, so wie in der Ersten Republik, eine Auflösung des Parlaments erleben, ja, wo der Bundespräsident letztlich zuschauen musste. Und das hat man aus gutem Grund auch in der Verfassung ja auch so berücksichtigt in Folge, damit hier nicht wieder Mechanismen entstehen können, die, wenn man so will, in Richtung autoritärer Struktur gehen. Ich meine, Sie haben ja auch schon Zeiten gehabt, da haben Sie das Amt des Bundespräsidenten als überholtes Amt bezeichnet, das an eine Monarchie erinnere und nur Geld kostet. Würde man wünschen, mehr Rechte, das habe ich immer gesagt. Jetzt wieder mehr. Ich habe immer gesagt, wir sind für eine Zusammenlegung, wir wollen einen direkt gewählten Bundeskanzler und Ministerpräsidenten, dann könnten wir den Bundespräsidenten abschaffen. Wir wollen einen direkt gewählten Ministerpräsidenten, wie ihn andere Länder haben, und in einem Parlament auch die Ergänzung der verbindlichen Volksabstimmungen und der direkten Demokratie nach der Schweiz und nach dem Vorbild der Schweiz. Das wäre unsere Vorstellung. Aber herzugehen und weiter sozusagen seine Möglichkeiten einzuschränken, das halten wir für Unsinn. Sie auch? Oder wären Sie dafür? Wir haben ja einen langen Prozess im Parlament erlebt, also mit dem sogenannten Verfassungskonvent. Da war ich Teil 1,5 Jahre.
über eine grundsätzliche Demokratie, Verfassung, Staatsreform. Da ist ja leider nichts Wirklichkeit geworden. Da waren auch die Themen Rechte des Bundespräsidenten. Ist das noch zeitgemäß aus der 29er Verfassung, die sehr autoritär gestrickt ist? Und da war eigentlich schon einhellig die Meinung, dass es da Diskussionsbedarf jedenfalls ist. Ist aber nichts draus geworden? Ist nichts draus geworden. Vielleicht ich würde das gerne wiederbelebt sehen, aber ich würde schon auch gern andere Verfassungsfragen, also auch die Demokratiereform, also das ist ein großes Thema, ist leider nicht zustande gekommen im Parlament. Aber auch die Frage Aufwertung des Parlaments in dem Sinn, also dass wir ein bisschen durchlüften, dass wir Ausschüsse öffentlich machen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Möglichkeiten haben, das zu beobachten. Also dass das nicht immer so jetzt wie das Hearing für die Rechnungshofpräsidentin, Präsidenten, das war ja ein Gewaltakt, das zu erreichen, dass das ein öffentliches Hearing ist, wo man sich denkt, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir haben gesagt, wir machen es selbst, wenn sie es machen. Also solche Dinge, da gibt es viel zu tun, aber ich verschließe mich keiner Diskussion. Ich finde, einer Diskussion kann man sich nie verschließen, kein Thema in der Politik. Der neue Rechnungshofpräsident oder die neue Rechnungshofpräsidentin soll übrigens schon am 1. Juli sein oder ihr Amt antreten. Also da eilt die Sache ziemlich und wir werden interessante Zeiten weiterhin erleben. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr für die Diskussion heute Abend. Dankeschön. Auch an Sie, meine Damen und Herren. Und bei uns in OF 2 folgt jetzt der Doc-Film. Und der heißt Tankstellen des Glücks, ein Roadmovie von einer Zapfsäule zur nächsten. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.